Michael Kurz, mein Name, Herr Vorderziege. Ich Ja? rufe Sie aus Hamburg an, Burda Drehservice. Wie geht's denn Ihnen? Wie bitte? Ich rufe Sie aus Hamburg an, Ja? Burda Drehservice hier. Wir veranstalten dieses Jahr Mediamarkt Weihnachtsgewinnspiel. Und Ihre Adresse ist an der Bildeiche 81 Baden-Baden. Ist das korrekt? Ja, da wohne ich ja schon Alles immer. klar. Jetzt, nächste Woche fangen wir an, jetzt mit Verlosung. Und wenn was rauskommt für Sie auch, das sind immer 1000 Euro Gutscheine beim Mediamarkt, aber nicht bar, Herr Vorderziege, das können wir dann diese Adresse schicken dann. Ist das korrekt? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Sie sprechen sehr Natürlich. schnell. Wie? Ich Ihr kann habt nicht mehr recht. so gut hören, nicht Entschuldigung. wahr? Es tut mir leid. Herr Alles gut. Vorderziege, Ja? wir Mediamarkt Gewinnspiele machen. Ihre Adresse ist bei uns gespeichert. Von Ja? früher. An Ja? der Bildeiche 81 Baden-Baden. Wir machen Weihnachtsgewinnspiel. Weihnachten? Kostenlos. Ja, Gewinnspiel für Weihnachten. Ja, Mediamarkt. das ist immer sehr Kostenlos. gut. Kostenlos ist Ja? noch besser. Ja. Ja, genau. Ja, Und natürlich. es gibt 1000 Euro Gutschein. Ja? Für den Hut? Herr Vorder. Gutschein. Gutschein? Ja, das ist noch besser. Jawohl. Weil Hüte habe ich Kostenlos. ja genug. Ach so, für Ja, Sie auch. ja, ja. Ne? Herzlichen Glückwunsch jetzt, aber Herr Vorderziege, Ja. wir, der Hauptsponsor, will Ihnen eine Prämie geben. Ja? Ne Paket ist das. Tibo Kaffeeautomat, Vollautomat, 3 Jahre Garantie oder eine Reise. Europa, 2 Leute, 3 Nächte, all inclusive, alles drin. Nein, nein. Ja? Das will doch Tibo jetzt. Kaffeeautomat. Das will doch jetzt keiner verreisen, hören Sie mal. Das ist ja Es bei gibt 3 Jahre Corona jetzt lang, ja Herr gerade. Vorderziege. Ja, in 3 Jahren weiß ich doch gar nicht, ob ich da noch lebe, Ja, junger Mann. na, um Gottes Willen. Nein, nein. Wir haben noch Blutdruckmessgerät. Ja, das könnte Oder meine Herzschutz. Frau gebrauchen, die geht immer durch die Decke. Ich sage, du Ja. hast ja immer einen Blutdruck wie von hier bis nach Indien. Da könnte ich das Ach mit so. beweisen, aber das weiß sie ja eigentlich auch selber, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Aber ist alles, habe ich richtig, Adresse ist richtig, ja? Wir können dann diese Adresse nachher schicken. Was? Oder Herr Vorderziege, Was schicken? wir können diese Gutschein, Aber 1000 Euro. jetzt haben Sie doch gerade was von Werkzeug gesagt und von Reisen. Entschuldigung, ja, ja, das ist für Hauptsponsor Prämie für Sie. Entweder Hotelgutschein, Reisegutschein oder Tibo Kaffeeautomat, 3 Jahre hat Garantie. Was soll ich da für Sie eintragen, bitte? Ja, es, am sinnvollsten ist ja ein Kaffeeautomat, weil da muss man ja nicht Ja. aus dem Haus raus, nie, weil das andere, das ist Natürlich. ja einfach viel zu Natürlich. gefährlich, das wegen den Echsenmenschen. Natürlich. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt zum Auswahl Blutdruckmessgerät, Tibo Kaffeeautomat, Reisegutschein oder Werkzeugset 133 teilig, Herr Vorderziege. Was ist denn Können Sie bei eine dem Auswahl machen? Werkzeug? Was ist denn da dabei? Da ist alles drin. Vom Schraubendreher bis zu, ich klicke hier ein. Da ist Wasserpumpenzange, Weil wir brauchen ja, Schraubendreher, im Prinzip Spitzzange. wir bräuchten einen Fluxkompensator. Mal schauen, da ist, soll ich kurz aufzählen, ganz kurz, Ich hole mir was kurz was drin ist? zum Schreiben, dann kann ich Ja, das natürlich. aufschreiben. Natürlich. Ja, ich habe also einen Stift habe ich schon hier, ich muss nur nach Papier gucken. Kein So. Problem, ich habe Zeit für Sie. Wie bitte? Ich habe Zeit für Sie, nur langsam. Kein Geister? Problem. Natürlich. Sehr gut. Da hätte ich gerne einen Gengar. Also ich wäre dann soweit. Werkzeugset? Wie bitte?
Möchten Sie Werkzeugset haben dann? Ja, wollte ja fragen, ob da ein Fluxkompensator dabei ist, nicht wahr? Ja. Ja, ist er dabei? Na, da ist fast alles drin, 133 teilig. Ja. Schraubendreher, Wasserpumpenzange. Soll ich langsam sprechen? Wie bitte? Spitzzange. Spitzhacke? Spitzzange. Was ist das denn für ein Qualitätslevel? Weil ich habe ja im Prinzip noch so eine, wir haben da neulich so ein Gebäude geredet, da haben wir nur so eine Einsatzzange gefunden. Also das müsste so eine Fünfer oder eine Sechser sein, weil sonst dauert das ja alles viel zu lange, die ganzen Sachen auseinanderzunehmen. Ja, habe ich verstanden. Da ist alles dabei, Herr Vorderziege. Ja. 133 teilig. Und ja. Erste Qualität. Da ist alles dabei. Also auch nur Einser Qualität. Ja gut, das Schrottloot, das verschenke ich ja auch immer weiter. Aber die guten Sachen, die will man ja selber behalten. Ja. Natürlich. Ist da denn auch, weil ich bräuchte auch noch Ersatzblasen für die Wasserwaage. Haben Sie da auch was mit drinnen? Ach so, die sehe ich hier nicht ganz, ne? Da sind Dübel, Schrauben, Nägel, alles drin. Imbusschlüssel, Maßband. Maske? Können Sie Maßband? Ach so. Eine Maßband, Feinmechaniker, Schraubendreher, Zimmermannshammer, Biethalter. Aber Herr Vorderziege, da ist alles drin, ne? Ja, ja, aber keine Ersatzblasen für die Wasserwaage? Doch. Ja, das ist gut. Ja, weil ich neulich meinen Enkel losschicken, der sollte welche holen. Im Baumarkt haben den nur ausgelacht. Die hatten das nicht da. Okay, Herr Vorderziege, diese Sponsor ist, ja, der gibt Ihnen das Prämie kostenlos. Ja. Nur, ja, das Sponsor ist ein Fliegermagazin hier. Flieger? Fliegermagazin, Zeitschrift. Will eine, dass Sie eine Laserprobe machen. Können Sie für 12 Monate. Können Sie mal den Blumenkohl aus dem Mund nehmen? Ich kann Sie nur ganz schwer verstehen. Ach so, können Sie mich jetzt besser hören? Ja, danke. Das hat geholfen. Ja, danke schön. Der Hauptsponsor ist hier Fliegermagazin. Ja? Flieder? Der will. Wie der Flieder im Garten? Nein, Flieger. Können Sie das buchstabieren? F wie Flugzeug, L wie Lufthansa, I wie Ige. Ziege? Ja, nein. F wie Flugzeug, L wie Lufthansa, I wie was kommt da? Wie I, ne? Ihnen, wie I, Ihnen. Wie was bitte? E wie, F wie Flugzeug, L wie Lufthansa, I wie Ihnen. Sie wissen doch, Ihnen. Verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Innen? Wie ein Innenraum? Das ist, jawohl. I, ja? Ja, danke. Ja. E wie... Hallo? Ja? E wie Eier? Ja? G wie Gast? Wie der Gast? Ja? Jawohl. E wie nochmal Eier? Ja? Passt? Ja, und zwei Eier Re sind auch besser als eins, ja, nicht wahr? Jawohl. Und Re wie Rambo? Der Rambo. Kennen Sie die Filme? Ja. Ja, die sind ich doch. Ich bin damit aufgewachsen. Also, Sie haben da mitgespielt?
Nein, leider nicht. Schade, Sie sind nur Zu so ein Hause Telefon. habe ich gespielt. Aber Sie sind so ein Telefon-Rambo, oder? Ja, genau. Das Das ist einer ganz muss es nett. ja machen, nicht wahr? Ja, das Also, ist jetzt, können Sie lesen, Flieger. ja, Flieger, und wie geht's dann weiter? Magazin, Zeitung also. Können Zeitung. Sie bitte buchstabieren? Ich habe das nicht verstanden. Natürlich. Mehr wie Mutter. Mäh, wie von die Ziege? Nein, Mutter. Mutter? Ja, Mutter, Mutter, jawohl. Mutter Schabubu. Jawohl. Ja. A wie Aachen. Wie Rachen? Aachen. Also wie Halsschmerzen? Das ist ein Staat, Aachen. Ach, Aachen. Ja. Jawohl. G wie Gast, sagen wir. Dann A wie Aachen nochmal. Nochmal Aachen? Jawohl. Ja. Z wie Zeitschrift. Wie Zeitschrift? Jawohl. Ja. Und I wieder. Was haben wir vorher gesagt beim I? Wie bitte? Ihnen, wie wie Ihnen, ne, wie bei I. I fällt mir nichts ein. Ingelsburg. Was bitte? I wie Ingelsburg. Ich hab das, Ingelsdorf, ich hab kennen das. Sie Ingelsburg? I, das Nein. ist ein I. Was ist da? Haben Sie ein anderes Wort? Ich habe das nicht verstanden. Ja. Tut mir leid. Natürlich. Natürlich habe ich es dann ganz kurz. I wie Iren. Wie die Irren? Jawohl. Ja. Und ne wie Wie was Nonne. bitte? Ein was bitte? Dann Nonne. Ne wie Nonne. Ne, wie Nonne? Ja. Jawohl. Ha, jetzt lesen Sie mal bitte zusammen. Ja, können Sie jetzt noch, dass ich das noch mal aufschreiben kann, können Sie bitte noch mal sagen? Alles. Ja, wir haben jetzt ja, also das ist ja mit den Nonnen jetzt gewesen. Und jetzt Jawohl. wollte das aber gerne noch aufschreiben. Ja, natürlich. Ja. Können Sie das noch mal wiederholen? Alles oder wie? Flieger Zeitung ist das. Herr Vorderziege, Jetzt haben wir das. aber eben Magazin Jawohl. aufgeschrieben. Ja, das ist derselbe. Magazin oder Zeitschrift oder Zeitung. Ja, aber Ne? wie Das heißt ist das ja denn? Das kann ja nur einen Namen haben. Flieger. Der heißt Flieger. Wer? Hallo? Jawohl. F wie Frankfurt, L wie Kann Lufthansa. ich nicht so schnell, wir stopp. Jawohl. Ich nehme den Alles Stift klar. zur Hand. So, Natürlich. ganz langsam bitte. F wie Frankfurt. C wie Frankfurt. F wie Frankfurt, L wie Leverkusen. Leverkusen? Jawohl. Ja. I wie Iren. Wie was bitte? Iren. Iren. Sie haben die ganze Zeit so Iren. ein Geräusch in der Leitung. Weil hier gibt es viele Leute, die sprechen. Die was bitte? Sprechen. Ja, was soll ich Jawohl. sagen? Nein, nicht Sie. Ach so. Nein, Herr Vorderziege. Ja, am Ja, das. Telefon. Jawohl. Hallo? Jawohl. E wie Eier haben wir gesagt. G wie Gast. Ja. E nochmal wie Eier. Ja, Re wie Rambo. das geht mir voll auf die Eier. Ja, Kennen Sie die Aussage? natürlich. Jetzt fällt mir gerade ein, ich muss meiner Frau noch aufschreiben, dass die Eier kauft, sonst vergisst die das wieder morgen. Das ist schlecht, weil wir werfen die immer auf die Kinder unten. So. Weil die sitzen Ja, Sie da, verstehen mich aber nochmal, Sie verstehen mich nämlich mal an.
Ja, wir haben ja unten, da ist ja, wir wohnen im fünften Obergeschoss, nicht wahr? Und unten Ach im so. Hof, immer wenn ich schlafen will, da sind die Kinder unten am Spielen und am Rumschreien. Und ich Ja, werf dann normal. Eier darunter, wenn die nicht weggehen. Ja, super. Ja, das muss. Melone können Sie auch schmeißen. Was bitte? Melone können Sie auch schmeißen. Eier, Melone, Kartoffel, egal was alles kommt. Millionen? Jawohl. Also, wenn ich mal so viel Geld hätte, würde ich das nicht machen. Ja. Aber Können Sie Sie meinen, ich lesen? soll Kartoffeln nehmen? Jawohl. Warum das denn? Sind die besser dafür? Jawohl. Da muss man Können die Sie mir... muss man vorher nur in den Kühlschrank legen, dann sind die noch mal ein bisschen härter. Ach so. Ja, das soll Ja, ja nicht wehtun, dass sie weggehen auch da unten. Ich muss ja Mittagsschlaf machen. Hallo? Was war das denn für ein Vollidiot? Schade, dass der aufgelegt hat. Ich hätte den gerne noch mehr Sachen buchstabieren lassen. Mal gucken, ob ich den noch mal dran kriege. Oh, schade, geht wohl nicht mehr. Oder Direkt Service GmbH, wie kann ich Ihnen mäßig sein? Hallo? Ja, hallo? Ja, hier ist Frau der Ziege. Ich habe da gerade mit einem jungen Mann gesprochen und dann Alles war das richtig. Telefon beendet, nicht wahr? Ach so, bestimmt ist irgendetwas passiert, also die Leitung gefallen. Ja, Wie ist ja. Ihre Nummer? Habe Weil Sie ich. rufen jetzt anonym. Ich sehe gerade nicht, wer Sie sind. Könnten Sie mir, oder wissen Sie die Namen von den Kollegen? Damit ich Nee, das weiterleiten kann. mein Name ist Okay. Vorderziege. Okay, wie ist Ihre Nummer? Die ist ganz neu, die weiß ich noch nicht auswendig. Ziege. Vor, vor, Siege. nee, Vorderziege, also V wie Vogel, Ja. Jawohl. O wie Otto, Jawohl. R wie Reichsmark, Ja. D wie dämlich, Ja. E wie Emil, Ja. R wie Rotzlöffel, L, also wie Ludwig. nein, Richard, Ah, Richard, okay. Zigeuner, Also ist Ida, I. Emil, Ida, Emil. Gustav Emil, Vorderziege. Siege, mit S, ja, nicht mit Zeppelin. Na dort Siege. Zeppelin, das ist wie die Ziege im Garten, nur halt von vorne statt von hinten. Okay, also die Name kommt gar nicht raus. Könnten Sie ganz kurz Ihre Nummer reinschauen, also gucken? Ja, da muss ich nachschauen. Rufen Sie jetzt mich vom Handy aus, oder? Nee, nee, das, ich habe ja hier das Festnetz. Fernsprechgerät. Ich muss das nur eben gucken. Okay, alles gut, ich warte, damit ich Ihnen besser behilflich sein kann. Erstmal muss ich Sie finden im System, Ja, weil der hat dann kann ich ja die Wette einfach machen. aufgelegt, nicht wahr? Nee, bestimmt nicht. Ist bestimmt was passiert. Also manchmal mit der Leitung gibt es Probleme. Ich Da. guck mal nach, wer das war, ja? Wenn Sie mir Ihre Nummer weitergeben würden. Ja, ich suche gerade in dem ganzen Schreiben hier, Alles gut. aber ich bin mir da gar nicht mehr sicher, wo ich das denn jetzt hingelegt habe. Weil das ist ja alles so anstrengend, nicht wahr? Ist das ein Handynummer, was Sie jetzt mir weitergeben, oder eine Festnetznummer? Nee, nee, das ist ja von hier bei mir zu Hause. Also Festnetznummer, Ich okay. bin gleich wieder da, ja? Alles Einen gut, ich Moment bitte. warte. Ja, ich warte. Hören Sie? Ja.
Das ist 0. Ja. 2, 1. Ja. 9, 1. Jetzt öffnet sich, genau. Hans Joachim Vorder Ziege. Ja. Baden, Baden. Okay. Ich guck mal, wer das war, ganz schnell. Okay, ah ja, kurz. Wie hieß der Kollege denn? Der war sehr freundlich. Kurz heißt er, also. Wie bitte? Ich guck gerade kurz, kurz. Ach so, Michael Kurz war das. Michael Kurz war das, genau. Können Sie das buchstabieren? Ja, K-U-R-Z. Also Z. Aber ich leite das jetzt gleich weiter. Ja, bitte. Sofort wieder zurück. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gerne, gerne. Ja, okay, warten Sie kurz, Anruf. Ja, ich leite es weiter. Soll ich dranbleiben? Nein, nein, legen Sie auf. Ich leite das weiter und dann wird er sich bei Ihnen melden, ja? Ja, wann denn? Gleich, also in 5 Minuten. Wenn er im Gespräch ist, ja? 10 Minuten kann das auch dauern, ja? Alles klar. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Sie auch. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Das ist ein Haufen Vollidioten. Ihr habt ja gehört, wie die da gesprochen haben. Es ist diese Buchstabierversuche und das war natürlich dann der Herr Michael Kurz. Der wohnt natürlich im Regierungspräsidium in Berlin, weil Menschen mit so ausgezeichneten Sprachkenntnissen sind in aller Regel Diplomaten oder Staatsanwälte, nicht wahr? Dann mache ich jetzt hier mal einen Durchschnitt und dann hoffe ich, dass der wieder anruft. Herr Vorderziege, ich bin's, Michael Kurz. Da ist er ja wieder. Ja, was war mit Leitung? Ich weiß nicht, wir sind da unterbrochen worden. Dann habe ich zurückgerufen. Ja, ich wollte ja Ihre IBAN-Nummer zuletzt. Sie was bitte? IBAN, Kontonummer. Ich dachte, meine Kollegen. Ja, bitte? Meine Kollegin hat mit Ihnen gesprochen gerade. Sie hat mir ja gesagt, ich habe gesagt, wir haben gesprochen, 10 Minuten, da war der Leitung weg. Ne, ich wollte Ihnen jetzt sagen, jetzt mit dem Werkzeugset und Sponsor ist der Fliegermagazin. Ja, ja. Und der Fliegermagazin kostet einmal 40 Euro. Das muss ich dann abbuchen lassen. Und Sie haben dann beim IBAN weg. Nummer sind Sie weg dann gegangen. Dann habe ich gedacht, Sie haben zugelegt. Ja, ich habe ziemlich viel zugelegt in den letzten Wochen. Ich habe 3 Kilogramm zugenommen. Ja, das Essen schmeckt einfach zu gut von meiner Frau. Was ja. Soll ich machen? Ich kann ja nicht raus aus meiner Haut. Ja, wieso? Naja, das ist ja festgewachsen alles. Oder was meinen Sie? Ich meine, Herr, können Sie mich hören? Ja, ja, das ist also besser als vorhin. Seit Sie den Blumenkohl aus dem Mund genommen haben, geht das viel besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Herr Vorderziege, Herr Hans-Joachim. Ja, ja, Sie wäre jetzt schon beim Vornamen. Ich bin der Hajo. Wie heißt du? Michael. Freut mich sehr. Dankeschön. Ja, ja, gerne doch. Ebenfalls. Sie sind ein netter Mann. Hat mich gefreut, ne? Ja, ich passe mich immer der Situation an. Ganz genau. Ich habe nur das mit der Zeitschrift noch nicht so verstanden, weil ich kann ja gar nicht fliegen. Sie meinen bestimmt meinen Vater, weil der ist ja früher Pilot gewesen. Ja. Wollten Sie mit dem sprechen? Das wäre Hans-Joachim Senior, aber der lebt ja nicht mehr. Nein. Das war Herr Vorderziege. Ja, ja, so hieß mein Vater, hieß auch Vorderziege. Nein, Sie. Ja, natürlich. Hans-Joachim Vorderziege. Ja, mein Vater hieß ja genau so, aber bei ihm war war halt Senior hinten dran. 49 geworden, ne? Ja, ja, das bin ich.
Ich, wie gesagt, ich bräuchte kurz Ihren Kontonummer. Ja, aber für das, für Ziegen alles. Für die Ziegen? Das ist Sponsor, ja. Ja, aber Sponsoring heißt eigentlich ja nicht, dass man was bezahlen muss. Nein, der will Ihnen ein Magazin geben. Nee, nee. Für Leseprobe, habe ich doch am Ende gesagt. Ja, ich sollte doch Geld und Werkzeugkoffer kriegen. Oder nein, nicht mit Geld. Werkzeugkoffer ist umsonst. Ja, den will ich haben. Geschenk. Ja, das, aber, ja, das ist gut. Wann kommt der? Wenn Sie jetzt 40 Euro dafür mit dem Magazin nehmen. Ich soll 40 Euro bezahlen, damit ich was geschenkt bekomme? Ja, das ist der Sponsor, will Ihnen ein Magazin geben dabei. Ja, das ist... Leseprobe. Ja, aber eine Probe ist doch kostenlos, eigentlich. Ja, aber bis irgendwo will auch, dass Sie die Hälfte Kosten übernehmen und andere Hälfte übernimmt er. Von welcher Firma kommt denn das Werkzeug? Entschuldigung, Werkzeugset. Ja, welche Firma? Soweit ich weiß, ist ein Linda. Wie bitte? Der heißt Linda. Linda? Ja, das ist ein Erstklass. Also quasi wie der Bergname? Ja. Können Sie einmal buchstabieren? Ich habe das nicht verstanden. Hallo? Levi, Lufthafen. Wie, was bitte? Lufthafen. Lufthafen? Ja, da sagen die Lufthafen, egal. Levi, Lufthafen dann. Ja? Ivi, Ira, ja, verrückt, sozusagen. Also L und dann V. Ja. L? Also Ludwig Viktor, ja? Jawohl. Was ist denn das für ein Name? Ja, weiter bitte. Und A. LVA? Nein. Haben ja, Sie doch gerade gesagt. Können Sie mir jetzt kurz zuhören, ja? Ja, versuche ich, aber Sie haben jetzt LVA gesagt. Also Ludwig Viktor Anton. Okay, ich schicke mit der Post. Sie lesen dann, okay? Wie bitte? Ich schicke es mit der Post zu Ihren Adresse, alles klar? Sie lesen und wenn es Ihnen gefällt, dann nehmen Sie es. Alles klar, Herr Vorderziege. Ne, ich wollte ja nur wissen, von welcher Firma das ist, das Werkzeug, ja, nicht wahr? Ja, da, ich sag's ja Ihnen, aber Sie sagen was anderes. Ich sag was anderes, Sie sagen was anderes. Ja, dann sagen Sie bitte nochmal, dann habe ich Sie falsch verstanden. Das kann ja vorkommen. Natürlich, kein Problem. L wie Leverkusen. Leverkusen, ja. Jawohl. I wie Innsbruck. Wie, was bitte? Innsbruck, keine Ahnung, mit I weiß ich nicht, was anfängt. Ida? Ja, zum Beispiel. Aber das I, also I wie bei Igel oder Idiot, jawohl, ja? Jawohl. Ja, nicht, dass ich was Falsches aufschreibe und dann klappt das nachher nicht. Nein. Gut, also Ida. Jawohl, ne, wie Nagel. Nagel? Ja. Ja? D wie Deutschland. Deutschland. A wie Adolf. Adolf. Das Wort darf man nicht benutzen. Ja, Entschuldigung. Ja, das mein ist... zu Hause nicht. Wie meinen Sie? Mögen Sie ja, den... Wir dürfen zu Hause. Mögen Sie Hitler? Ich? Ja? Ich persönlich, ich habe nichts mit ihm. Das ist gut. Jawohl. Weil Sie gesagt haben, bei Ihnen zu Hause ist das normal. Nein, ja, bei uns, wir sagen nichts dazu, ne? Nicht gut oder nicht schlecht, wir sprechen nicht darüber. Ach so, so wir ist sagen nichts dazu. Das ist quasi Aussageverweigerung. Ja. Ja, das ist Neutralität. Da sind Sie Schweizer? Natürlich. Nein. Na, hätte ja, weil die halten sich ja auch immer aus allem raus, nicht wahr? Eigentlich halb Russe.
Sie sind halb Russe? Jawohl. Ich habe damals in der Kriegsgefangenschaft ein paar Worte Russisch gelernt, aber die sind außerhalb von einem Bordell halt nicht wirklich zu gebrauchen. Okay. Können Sie Russisch sprechen? Идите сюда, давай. Ich muss mal kurz mein Tagebuch von damals holen. Ich habe mir die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Also, das Wichtigste ist ja Дай меня водка, пожалуйста. Ja, пожалуйста. Ja. Bitte schön, gern geschehen. Ja. Für alles. Дай меня водка. Ich muss ja Feierabend machen. Ja? Nachher. Wir müssen es jetzt kurz fertig kriegen. Sollen wir morgen noch mal, wenn Sie jetzt nach Hause müssen? Sollen wir morgen sprechen? Wochenende arbeiten wir, nicht Montag dann, ne? Ja, wann war? Aber wie gesagt. Ha? Wie bitte? Montag. Ja, wann denn? Sie müssen Montag. Wann fangen Sie denn an zu arbeiten? 9 Uhr. Ja, sollen wir uns dann gleich um 9 treffen? Alles klar, das wäre wunderbar. Wie aber bitte? Wie gesagt, ja, genau, Herr Vorderziege, ja. 9 Uhr Montag, wie gesagt, wir brauchen auch eine Kontonummer von Ihnen. Ja, bis dahin suche ich das raus, weil ich muss auch erst die Karte holen. Die ist ja bei meiner Frau und die ist jetzt zu Edeka gegangen, weil die muss ja die Eier noch kaufen. Ach so, ja. Bis Montag finden Sie die Karte, ich nehme dann... Machen wir alles hier durch, dann sprechen wir nochmal, alles klar? So würde ich sagen, machen wir das, weil ich will ja nicht, dass Sie dann den Zug verpassen. Ja, ich will nach Hause jetzt. Wie lange haben Sie denn heute gearbeitet? Ab 9 Uhr habe ich. Und jetzt ist 6 Uhr, jetzt haben wir Feierabend. Ist das schon 6 Uhr? Jawohl. Ich hätte heute um 5 einen Arzttermin gehabt, jetzt habe ich das vergessen. Oh. Verdammt. Montag. Nee, Montag. Nee, Montag müssen wir ja telefonieren. Ich muss ja das Werkzeug Montag. Haben. Ich komme fürs. Wir sprechen. Um 9 Uhr, ja? Jawohl, um 9 Uhr Montag finden Sie Bankkarte. Ja. Dann nehme ich jetzt an, ne? Gut, dann machen wir das so. Nicht wahr? Machen Sie es gut. Wie bitte? Jawohl. Machen Sie es gut. Was soll ich machen? Gut machen. Was denn? Machen Sie es gut. Machen Sie es Ihnen gut. Das habe ich jetzt, das habe ich nicht verstanden. Wiedersehen, Herr Vorderziege. Bis Montag. Ja, wiederhören. Tschüss. Schönen Feierabend. Danke. Was ein Trottel, Leute. Ist das geil, ey. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Vorderziege. Da ist er. Ich bin's wieder. Da ist er, ja. Ich hab vor einer Stunde schon auf Ihren Anruf gewartet. Ach so, ja, wir haben schlechte Wetter gehabt, ne? Ich hatte ein bisschen Probleme mit Auto. Die habe ich dann jetzt... Wegen dem Wetter haben Sie Probleme mit dem Auto gehabt? Jawohl. Und wie geht's Ihnen jetzt? Guten Morgen. Ja, das ist ja, also ich bin ja ziemlich aufgeregt, nicht wahr? Ja. Weil man muss jetzt ja, die machen jetzt ja wieder alle Läden zu. Ich habe jetzt gerade schon meine Frau in den Keller geschickt, dass die Wanderstiefel raussucht. Und da wollen wir gleich auch nochmal einkaufen. Aber man braucht jetzt ja, sag ich mal, schon militärische Ausrüstung, wenn man Brot haben möchte. Ach so, so schlimm ist das? Ja, die drehen jetzt ja alle durch, nicht wahr? Und wie geht's Ihnen heute? Erinnern Sie sich an mich, ne? Am Freitag, wir haben ja gesprochen. Zuletzt haben wir jetzt mit der... Mit was bitte? Erinnern an mich, wir haben jetzt... Was haben wir jetzt durchgemacht? Wasser? Wir hatten doch wegen dem Strom hatten wir doch gesprochen. Nein, ich bin kein Strom. Ich mach kein Stromdings. Ich habe Sie angerufen wegen dem Weihnachtsgewinnspiel und dazu wollte unsere Sponsor. Soll ich langsam sprechen, Herr Vorderziege? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe überhaupt nichts verstanden.
Ich spreche dann ganz langsam und deutlich für Sie, kein Problem. Ja, bitte. Werkzeugset. Werkzeug? Da waren wir zuletzt. Ja. Ja. 133 teilig. Ja, ne, da wollten Sie nochmal nachfragen, ob da ein Fluxkompensator dabei ist. Da wollten Sie nachhören. Da ist ein Zeitschrift dabei, das habe ich Ihnen gesagt jetzt. Das können Sie selber auswählen, Herr Vorderziege, in dem Sinn. Und was kann ich auswählen? Wir haben alles jetzt in dem Sinn. Fernseher, Sport. Ein Fernseher könnte ich auch gebrauchen. Unserer ist schon sehr alt. Also das wäre mir noch lieber als so ein Werkzeugset. Weil das ist zwar auch gut, aber ein Fernseher wäre wichtiger. Nein, das ist dann Zeitschrift. Fernseher, Zeitschrift, Herr Vorderziege. Also Programmheft quasi. Jawohl. Jawohl. Ja, wenn, dann höchstens für meine Frau, weil ich kann ja nicht mehr gucken. Ja. Mir bringt das ja nichts mehr. Mit der Brille können Sie nicht? Nee, generell nicht. Oder? Nee, ich kann nicht mehr sehen. Nein. Doch. Oh. Das ist so ein bisschen, ja. Ja, ich fühle mich jetzt wie so ein Maulwurf, nicht wahr? Ach so, ja, freilich, haben Sie recht. Sind Sie aus dem Bayerischen? Ja, in der Nähe. Ja, das habe ich gehört. Weil nur die sagen freilich. Ja, natürlich. Sicher, in dem Sinn, ja. Ja, das ist mir schon bewusst, was das bedeutet. Das ist mir nur so eine sprachliche Besonderheit. Jawohl. Weil das ist ja, sag ich mal, das in Norddeutschland oder in Ostdeutschland, da kennt man das ja nicht so. Aber wir Süddeutsche, ne, da ist das ja normal. Da ist was anderes, sicher. Ja, so ist es. Freilich. Ich hab mir das mit dem Akzentsprechen ja abgewöhnt. Ich bin da mal verhaftet worden, weil die gedacht haben, dass ich, sag ich mal, kein Staatsbürger bin, weil die halt nicht verstanden haben, was ich gesprochen habe. Aber hat sich ja dann schnell aufgeklärt, nicht wahr? Weil das waren halt dann irgendwelche Saupreußen und die wussten das halt nicht besser. Ja, da natürlich, da haben Sie recht, vollkommen recht. Ja, natürlich, ihr habt das ja alles erlebt, das ist zwar schon lange her, aber das mindert ja nicht den Wert der Wertigkeit im Prinzip, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ist nicht immer so einfach zu erklären, weil so ein Maulwurf hat manchmal schon komische Gedankengänge. Ja, Sie kennen ja alles, ne, das... Ja. Wie alt sind Sie denn? Ist das richtig hier? Ja. Adresse muss ich kurz durchgehen. Was bitte? Abgleich machen. Jetzt in der Ihre Adresse. Ja. An der Wildeiche 81. Ja. Ist das korrekt? Ja, können Sie gerade einmal buchstabieren, dass das da auch richtig drin steht? Die haben das Schreiben das immer falsch hier von den Stadtwerken. Okay. Sie wohnen in Baden-Baden, ne? Ja. Ist das korrekt? Baden-Baden. Okay, wann sind Sie geboren? 1.7.49? Ja, ich bin schon alter Sack. Nein. Können Sie gerade noch mal die Anschrift vorlesen, also buchstabieren, dass das auch nicht falsch ist? Nicht, dass mein Werkzeugset, es gibt nämlich auch nur eine Bildeiche. Ach so, jetzt Sie erinnern sich an mich, wir haben ja am Freitag gesprochen, das machen wir nochmal durch, dass Sie alles jetzt auch Bescheid wissen. Wie gesagt, Werkzeugset habe ich ja Ihnen gesagt, 133 teilig. Ja. Und dazu der Sponsor, ja, will eine Zeitschrift dabei geben für 12 Monate. Ja, dann haben Sie diese Werkzeugset als Geschenk. Und der können Sie selber aussuchen oder ich kann Ihnen hier auch was empfehlen, Herr Vorderziege. Ja. Natürlich, Sie kriegen alles nach Hause schriftlich und am Freitag haben wir gesprochen. Sie haben gesagt, meine Frau hat meine Karte, dann will ich Ihnen am Montag diese IBAN-Nummer geben.
Ne, den Herr Ivan, Vorsitzende? ja, den Ivan, Ivan, genau. Das ist auf der Karte. Haben Sie Woher sie jetzt kennen Sie dabei? Den denn? Entschuldigung? Woher ich Sie den, kenn den Ivan, nicht. Woher kennen Sie den? Ivan? Nein, Kontonummer. Sie haben doch gerade was von Ivan gesagt. Nein, das ist IBAN-Nummer, Kontonummer in der... Weil der kommt erst später, der soll die Waschmaschine reparieren. Wassermaschine? Nee, Waschmaschine die Waschmaschine. Dann. Ja. Da, ja, darum ist Waschmaschine, ne? Das ist ja, aber der Ivan, der kommt ja nachher, um die zu reparieren. So. Darum war die Frage, woher Sie den kennen, weil ich kann ja nicht mehr so gut sehen, das kann ich das halt nicht selber machen. Ich würde die Waschmaschine wahrscheinlich am Herd anschließen, so blind wie ich bin. Ach so, ich habe nicht gesagt, Ivan. Nee, nee. Ivan. Kontonummer habe ich gemeint, Herr Vorsitzende. Also ich bezahle ich eigentlich immer bar, das Sie machen wir immer schwarz. Ha, was ja, bitte? Unser Geschäft tut nur Abbuchen. In dem Hinsicht. Ja, das glaube ich Ihnen. Ja. In der Hinsicht, jetzt wir vereinbaren miteinander, was? Jetzt müssen wir eine Zeitschrift auswählen, Herr Vorderziege. Ja. Soll ich jetzt Sie für Sie kurz was empfehlen? Möchten Sie Fan der Zeitschrift oder Wirtschaft? Haben Sie was mit Tieren? Tier? Tiere. Ganz kurz. Hallo? Ja, ganz kurz, ich schaue hier nach mit den Tieren. Nein, nicht genau. Ja, da ist auch was mit Tieren dabei, aber ist nicht ein Tierzeitschrift, ja? Also da sind Tiere drin, aber das ist nicht für Tiere, weil wir haben halt, es kommt jetzt ja wieder Silvester, nicht wahr? Und der Hund hat immer so Angst wegen dem Feuerwerk. Da dachte ich, Sie haben da vielleicht, sag ich mal, so eine Zeitschrift, dass der sich ablenken kann. Ach so. Ja, dass er das lesen kann. Nicht genau, nicht ganz genau. Tiere, aber wir haben zum Beispiel der Spiegel oder so, ne? Oder möchten Sie was für Bildung haben? Ja, Bildung ist, sag ich mal, sehr wichtig. Das wissen Sie ja sicher selber auch. Da ist dann alles dabei, ne? Was denn? Da ist alles. Über die Welt ist drin, das ist ein Bildungszeitschrift, der heißt, wir haben zwei Stück hier jetzt. Ja. Eine heißt Damals, heißt der ja. Zeitschriftname, Damals, und der andere ist Bild der Wissenschaft. Das zweite habe ich nicht verstanden. Wissenschaftszeitschrift. Können Sie wie heißt die? Bild, also Bild, wissen Sie, ja, Foto, Bild der Wissenschaft. Wissenschaft. Können Sie einmal buchstabieren? Alles. Ja? Wie bitte? Ganz kurz. Mhm. Kann ich machen. Ja, bitte. B wie Berlin. Berlin. Ja, B wie Berlin. Ja. E wie Erfurt. Erfurt? Jawohl. Lebi Liechtenstein. Liechtenstein? Ja. D wie Duisburg. Wie was bitte? Duisburg. D, Duisburg. Oder Daimler. Daimler, ja, da habe ich gearbeitet. Da habe ich gearbeitet 30 Jahre lang. Ja, haben Sie 30 Jahre beim Daimler? Sie haben in Stuttgart gewohnt dann, ne? Ja, ja, natürlich, Daimler Chrysler. Ja. Ich hab die Lederbezüge fürs Auto gemacht. Ach so, Untertürkheim war das, glaube ich. Das war auch immer ganz interessant, weil wir haben da ja für die Ziegel, wir haben da ja die Sitzbezüge, das ist ja Ziegenleder gewesen. Und da haben die mich immer ausgelacht, weil ich halt Vorderziege heiße. Ja, hat, ja da hat, ich habe ja da meine Ausbildung gemacht, da hieß das ja noch Lehre damals, und da hat der Ausbilder zu mir immer gesagt, wenn du das nicht ordentlich machst, dann machen wir aus deinem Ziegenleder auch einen Autositz. Da habe ich immer Angst gehabt. Oh.
Nein. Das war nicht sonderlich freundlich, aber sagt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, nicht wahr? Ja. Sind Haben Sie Sie. jetzt aufgeschrieben? Ja, ich habe jetzt Bild? Bild aufgeschrieben. Das ist Bild. Ja, Ach so. Sie haben Berlin, Und? Erfurt, Ludwigshafen und Duisburg gesagt. Ach so, Erfurt ist falsch, Entschuldigung. Ja, ist auch keine Duisburg. schöne Stadt. Ja. Was denn? Das ist nicht E, Entschuldigung. Das ist I wie Innsbruck dann. Sorry, habe ich falsch gesagt. Inzest? Innsbruck, I wie Innsbruck, Herr Vordertiger. B wie Berlin, Ja? I wie Innsbruck, ja. Ja? L wie Liechtenstein, D wie Daimler, das ist dann Bild. Ja, Bild Ne? wie so ein Gemälde, nicht wahr? Aber ich habe gedacht, Sie können nicht lesen. Aber Nee. Sie halten es im Kopf dann, ne? Ich habe Nehme ne, ich mal an. es gibt ja Blindenschrift, falls Sie das kennen. Das sind so diese Bremsstreifen, die man auf ein Papier macht. Ich habe da so Aufkleber für. Das ist, Sie können sich, kennen Sie Lego? Ja. Das ist quasi wie so ein Lego-Set. Da haben Sie wie so ein Blatt Papier und dann gibt's so kleine Steinchen und die kann man dann da drauf machen und dann kann man da mit dem Finger drüber und dann kann man das lesen. Ja. Weil Jetzt frage Aufschreiben ist natürlich halt, ich meine, ich könnte noch schreiben. Ich habe das ja 60 Jahre lang konnte ich ja schreiben und lesen, aber wenn ich jetzt mit einem Kugelschreiber schreibe, kann ich das halt hinterher selber nicht mehr lesen. Da kann Ach ich das so. höchstens meiner Frau geben, aber ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann, weil ich kann ja nicht gucken, ob ich schön geschrieben habe. Verstehen Sie das Problem? Ja, da haben Sie recht. Herr Vordertiger, kann ich Ihnen eins fragen? Jetzt, wir machen jetzt alles durch, und dann bräuchte ich eine Kontonummer für, dass wir das in jetzt nächsten Monat oder so diese Summe von Ihnen abbuchen können. Können Sie das mir bitte vorlesen? Ja, wir sind doch gerade noch beim Buchstabieren. Ja, Also sicher, Bild das habe ich machen wir jetzt durch. aufgeschrieben. Wie geht's Okay. denn weiter? Weil die Bildzeitung wollte ich nicht haben. Das sind ja Nein, Idioten. ist nicht Bild-Zeitung. Ganz kurz. David Daimler nochmal. Daimler? Also 2D, ja, hintereinander? Nein, nur einmal. Ja, aber wir haben jetzt Ach ja so, ja, Bild. natürlich, natürlich. Ja. Oder Zweimal D, dann wie Daimler, sicher. ist das ein neues Wort? Nein. Na Einmal gut. D, haben Sie recht. Aber Ja? mit Abstand, ne? R wie Erfurt wieder. Ja, aber eben Ja, war und. Erfurt doch falsch, aber diesmal ist Ja, Erfurt bei richtig, den. oder? Ja, jetzt. Ja, natürlich. Revi Rambo. Dann, ne? Ja, der Rambo, der Telefon-Rambo. Ja, das bin ich. Ja, Telefon-Rambo. wie lange machen Sie das denn da schon? Diesen Job Ja. habe ich. Ich habe jetzt neu angefangen, Herr Ah, sind Vordertiger. Sie noch in der Ausbildung? Nein, ich arbeite normalerweise im Hotel beim Rezeption. Ja, Ja? wirklich? Ja. Haben Sie das Aber gelernt als Beruf? sicher. Aber jetzt wir wegen dem Corona, ne? Ja. Wir haben jetzt viele Leute von uns haben jetzt könnte nicht mehr arbeiten, deswegen habe ich diesen Job jetzt gefunden, bis Corona fertig ist. Ja, Ich muss hoffentlich. ja arbeiten, ja. Bei welchem Hotel sind Sie denn? Ich war beim Lapetos. Was für einen? Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Ja, wo ist das? In Hamburg? Jawohl. Und da haben Sie Rezeption gemacht? Ja. Das ist ja. Und können Sie da denn wieder hin, wenn das mit Corona vorbei ist? Ja, Das ich ist warte jetzt gut. halt, ne? Ich will ja Aber. nicht Hartz IV oder so kriegen, ich will Nee, arbeiten. nee. Nee, sag Ja. mal, da wird man schon alles für tun, nicht wahr? Ja, das mache ich auch. Naja, das Jetzt habe glaube ich ich, wie Ihnen. gesagt, ich habe jetzt hier neu angefangen. Ja, es wäre halt gut, dass ich auch jetzt bisschen Geschäfte machen kann, ne? Ja, Ich habe es jetzt natürlich. eingelernt. Ich hoffe, mit Ihnen kommen wir jetzt weiter. Das wäre dann gut natürlich auch für mich und für Sie auch. Sie kriegen ja sozusagen auch eine Prämie als Geschenk,
Ne, der ist ja nicht billig. Ne? Jetzt in einem Werkzeugset, 133-teilig, ist ja über 100 Euros wert, ne, Herr Vorsatzige. Ja, wirklich Ja, so das machen viel? Sie. Ja, natürlich, das machen Sie nur für diesen Weihnachten, Herr Vorsatzige. Ja, das ist ja in 10 Tagen im Ja, Prinzip. Kommt das denn dann auch ja. an bis Weihnachten? Natürlich, wenn wir es jetzt gemacht haben, dann nach dem Weihnachten machen Sie so ein Angebot nicht mehr. Das machen Sie für diese Weihnachten. Nee, ich meine Plus, das ne? Werkzeug. Habe ich das denn bis Weihnachten? Dann kann meine Frau mir das einpacken. Natürlich, natürlich, alles, was ich Ihnen jetzt verspreche, ja, das mache ich für Sie auf Tonband, damit Sie sicher sind, Herr Vorderziege. Sie Ja. kriegen ein Post, einen Brief von uns. Lesen Sie dann alles durch, ja? Sie müssen ja da okay sagen, damit wir können ja keinen Vertrag machen durchs Telefon, Herr Vorderziege. Das Na ist ja doch, verboten. das ist nicht so. Nein, Das ist ja ich Sie. das. Das ist ja nach dem Handelsgesetzbuch ist das ja ein Fernabsatzvertrag. Einverständnis, ja, aber wir schicken Ihnen einen Brief nachher, wenn Sie da Ja sagen, das ist dann Bestätigung. Nee, Ohne die Bestätigung, Bestätigung. die machen wir ja schon am Telefon. Da hat Ihnen der Chef das nicht ordentlich beigebracht. Nein, nein, wir machen nicht so. Wir jetzt alles, was wir Ihnen versprechen, machen wir auf Tonbandaufnahme. Ja, das ist sozusagen, ist klar, aber nicht ganz, ne? Sie kriegen einen Brief nach Hause, ja? Und wenn Sie da okay sagen, sonst können wir vom mit abbuchen, diese Werkzeugkassen haben Sie dann schon, ja? Ja. Wenn Sie bestätigen, dann geht's los. Also ich würde Ihnen, jetzt können wir ja mal kurz, dass Sie sich mal was aufschreiben, weil Sie müssen das ja alles lernen, nicht wahr? Ja, Haben ich habe schon Sie was zu gemacht schreiben? vor mir. Ja, dann nehmen Sie mal bitte den Stift zur Hand. Okay. Sagen Sie, ich bin Das bereit. nennt sich Fernabsatzgesetz, F wie Friedrich. Ne, ich habe schon verstanden. E Fern. wie Emil, R wie Jawohl. Richard, Rambo. N wie Nordpol. Ne, wir machen das ja hier nach der großdeutschen Buchstabiertabelle, nicht wahr, junger Alles Mann? klar? Weil Jawohl. wenn Sie da P wie Penis sagen, dann legen die Leute auf. Sie müssen das schon Um richtig Gottes machen. Willen, nein, Dann kommt A wie Adolf, nein. Okay. B wie Bertha, S wie Schutzstaffel, A Okay. wie Adolf, Jawohl. T wie Tigerpanzer, Alles klar? Z wie Zerstörer, Jawohl. G wie Großdeutschland, E wie Emil, Jawohl. S wie Schutzstaffel, E wie Ja. Emil Okay. und TZ wie Telefonziege. Telefonziege, ja, TZ, alles klar. Ja, Telefonziege, haben Sie vielleicht schon mal gehört, denn die Abkürzung. Ja. Und da steht ja im Prinzip drin, dass man auch am Telefon einen Vertrag machen kann, dass man da aber 14 Tage Zeit hat, das zu widerrufen. Und dann Ja, gibt das es habe ich natürlich gemeint. auch Verträge, die sind, sag ich mal, von vornherein hinfällig, also nichtig. Weil, sag ich mal, die Rechtskonformität durch die Willensübereinkünfte nicht zustande kommt, weil es halt einfach eine Farce ist, nicht wahr? Also das gibt's halt auch. Nur, dass Sie das Jawohl. mal gehört haben, wenn die Ihnen. Ich muss mal mit Ihren Chefs sprechen, ich mache den Ausbilder bei Ihnen. Die können das ja scheinbar nicht ordentlich machen, Alles klar, Herr wenn Vorsatzige. die Ihnen das nicht Aber beibringen. ja, da haben Sie recht. Aber in der Sache, Sie müssen ja es bestätigen. Und natürlich haben Sie 14 Tage Widerrufszeit. Da haben Sie recht, Ja, vollkommen. aber es Ja? ist ja, wenn ich in diesen 14 Tagen nicht widerrufe, dann brauche ich auch nichts mehr zu unterschreiben. Das ist Das ja. ist für Ding, dass Sie, wir jetzt sprechen jetzt, diese Zeitschrift kostet so viel. Ja, Sie müssen ja es uns bestätigen, damit der Bank das uns ja auch abbuchen lässt. Ne? Okay, Ja. wir haben jetzt mit Ihnen gesprochen, aber der Bank sagt, warte mal, habt ihr überhaupt eine Bestätigung? Sonst gebe ich Ihnen diese Summe nicht von seinem
Konto, ne? Ist ja klar. Ich kann das auch überweisen, dass oder nicht, dass Sie da Probleme ja, kriegen. Ja, leider geht's nicht. Das geht nicht leider. Haben Sie ein eingeschränktes Konto? Ist das in Schuldenabpfändung? Nein, die jetzt wir buchen nur ab. Ja. Ja, ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ja, natürlich, danke. Und wie gesagt, jetzt wir können wir kurz einen Zeitschrift aussuchen, Herr Vorsitzige, damit wir den Preis wissen. Jetzt, ja, wir hatten jetzt Bild der aufgeschrieben. Jawohl. Wie geht's denn da jetzt weiter? Wissenschaft. Soll ich jetzt buchstabieren für Sie? Ja, ich bestehe darauf. Alles muss ja klar. Gucken, natürlich. Muss ja gucken, ob mein Unterricht bei Ihnen Früchte getragen hat. Nein, den habe ich nicht so ganz, ne? Aber ich lerne es jetzt. Danke Ihnen. Ja, ja. W wie Wernau. Wie was bitte? Wernau. Herr Wellnau oder Herr Bähner? Geht beides. Ne, das waren jetzt ja geht unterschiedliche Buchstaben. Ja, aber erste Buchstabe ist ja gleich. Nee. Wernau habe ich gemeint eigentlich. Das ist ein Stadtname. Oder wie soll ich. Okay, dann soll ich es ändern für Sie. Wie wunderbar dann. Wunderbar, ja, das ist ein schönes Wort. Das ist ein wunderbares Gespräch. Wir haben jetzt schon so lange miteinander gesprochen. Wir sind ja schon fast verwandt miteinander. Ja, Freund sind wir jetzt, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Das ist ganz nett. Ja, wir haben ein super Gespräch. Danke Ihnen. Natürlich. Natürlich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen noch was beibringen. Ja, danke. Danke schön. Ich glaube, Sie gehören ja wahrscheinlich eher zur Fraktion, die lieber hinter der Ziege steht. Aber mit mir kann man ja auskommen, nicht wahr? Natürlich. Sollen wir kurz das weitermachen? Ja, natürlich. Natürlich. Was gibt's denn? Wovor ekeln Sie sich denn gerade so? Ja, mit I, ne? Was gibt's da? Jetzt muss ich Ihnen jetzt kurz. Ha, was bitte? I wie Iren. Wissen Sie, was ein Ir ist? Iren? Irland, meinen Sie? Da, wo die Iren herkommen? Jawohl. Also im großdeutschen Buchstabieralphabet sagt man I wie Ida, wie der Frauenname. Ach so, wunderbar, das schreibe ich mir auf. Danke. I wie Ida dann? Ja, und Ida schreibt sich Ida Dora Anton. Okay. Ich glaube, haben Sie heute Nachmittag, können wir das Buchstabieralphabet ja einfach mal lernen. Ich habe ja Zeit. Ja, das lerne, das gehe ich dann durch. Dann, so, ne? So, wollen Sie um 16 Uhr nochmal anrufen? Dafür natürlich. Ja, ich schreibe mir das auch gerade auf. Ha, was bitte? Um 17 Uhr. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Oder wir machen es so, ich mache es privat, ne? Bei der Arbeit jetzt, wenn es nicht geschäftliche Telefon ist, ist verboten. Unsere Gespräche wird gespeichert, Herr Vorsitzende. Oh, das ist aber verboten, das dürfen die nicht machen. Nein. Von der Arbeit her. Die wollen mich überprüfen. Ja, aber die dürfen das nicht speichern. Mich hat ja keiner gefragt. Nein, die speichern es nicht. Ja, das haben Sie aber gerade gesagt. Das ist doch, ja im Prinzip ein Verstoß gegen das Hodenkatzenkastrationsgesetz von 1921. Er hat das immer den Auszubildenden beibringen müssen. Die dürfen keine Gespräche aufnehmen. Ich darf kein Privatgespräch machen. Ich werde Sie privat anrufen. Ja, aber die Firma bei Ihnen, die dürfen dich einfach die Leute aufnehmen. Das ist ja wie in Nordkorea. Ja, in der Hinsicht. Ja, wir werden den ganzen Tag überprüft jetzt. In der Hinsicht, dass wir arbeiten und die überprüfen es, dass ich mit ihnen höflich spreche, ne? Ja, aber die dürfen mich doch nicht aufnehmen. Das ist ja, sag ich mal, das Privileg des Scambaiters, sag ich mal, aufzunehmen. Ja, aber sonst könnten die es nicht wissen. Naja, man muss ja Vertrauen haben. Die können doch nicht einfach arglose Leute aufnehmen. Ja. Da haben Sie recht. Das ist eine Schweinerei, das können Sie denen ruhig mal sagen. Sagt der Maulwurf hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist für einen Tag, soweit ich weiß. Sie hören es durch. Wenn ich einen Fehler mache, dann
warnen Sie mich in der Hinsicht jetzt, die sagen, bitte mach es nicht so, ja? Ja. Weil du sprichst jetzt für unsere Firma, musst dann alles gut machen, dann sage ich, okay. Nun gut. Herr Vorsitzige, ja. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ne? I wie Ida, Re wie Rambo, wieder. Rambo, ja. Jawohl. S wie Seid, sag ich mal, oder Seid, oder was gibt's noch? Saarburg, oder was gibt's viel eigentlich, ne? Mit sind, also, Sie sind ja sehr kreativ, was Städtenamen angeht. Sie sollten Stadtentwickler werden. Danke, Sindelfingen dann. Sindelfingen, ja. Ja, das kennen Sie bestimmt von Stuttgart oder so. Ja, Stuttgart, Sindelfingen, da, das ist ja diese Hochburg, ja, da von den Meerschweinchen. Ja. Ewi. Ha? Schreiben wie bitte? Sie? Ja? Ja, okay. E wie Erfurt wieder. Noch ein R? Ja, jawohl. Ja. Und C wie, was gibt's das? Darf ich auch Auslandsnamen benutzen? Was bitte? C, A, B, C. C gibt's dann beim... was gibt's dann überhaupt da? Der Buchstabe C? Ja. Kamel. A, B, C. Jawohl, danke, Kamel. Also Kamel, ja? Ja, Sie haben mir ganz gut getan, danke schön. Ja, natürlich, das ist doch meine Aufgabe. Nein, ist nicht, Sie sind ganz nett. Doch, doch. Ja, danke schön. Sie sind ein ganz sympathischer Mann. Danke. Dann H wie Hamburg. Hamburg. A wie Adolf. A wie Adolf, ja. F wie Frankfurt. C wie Frankfurt. Nein, F wie Frankfurt. F. Jawohl, F, Entschuldigung. Oh, was sag ich da? F wie Frankfurt. Ja. Und T wie Thailand dann, ne? Thailand. Also jetzt haben wir Wirtschaft. Jawohl. Das ist aber kein deutsches Wort, was Sie mir da jetzt gegeben haben. Ist doch richtig. Bild der. Also wir haben jetzt Wilhelm, Ida, Richard, Siegfried, Richard, Cäsar, Himmler, Adolf, Friedrich, Theodor. Das ist kein deutsches Wort. W, wie, was haben wir gesagt? W wie Wernau, halt in dem Gesicht, oder I wie Ida. Ja. R wie Rambo. Ach so, ja, ich habe es Ihnen falsch gesagt. Entschuldigung, lieber Herr, hören Sie bitte kurz. Das habe ich dann falsch gesagt. Wissenschaft, ja, was mache ich denn da? W wie Werner, I wie Ida. Ja, nicht so schnell, ich muss erst die Lego-Steine wieder runternehmen. Entschuldigung, ja, haben Sie recht. Jetzt kann es losgehen. Ich muss die ja auch erst noch nach Farbe sortieren, sonst es gibt das ja wegen den Dialekten. Dankeschön. Soll ich von ganz am Anfang anfangen, oder was? Ja, natürlich. Okay, B wie Berlin. Ja, das habe ich noch, nur das letzte Wort. Ach so, W wie Wernau. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Saarbrücken. Dann nochmal ein C, Saarbrücken. Ja. Wie Saarbrücken. Und dann E wie Erfurt. Ja. Ne wie, ja, das habe ich falsch gesagt alles, ne, Entschuldigung. Ne wie, was gibt's da mit Ne? Nordrhein-Westfalen, wie Nord. Ja. Ja. C wie Sindelfingen oder Saarbrücken. Ja. Ne? A wie Adolf. Ja. P wie Frankfurt. P wie Thailand dann. Entschuldigung, mach ich schnell. Haben Sie Wissenschaft. Wissenschaft. Wir haben jetzt Saft aufgeschrieben. SCH habe ich nicht gesagt. C wie Sindelfingen. Wir haben jetzt Wirsensaft, also Wirsingsaft im Prinzip. Ja, haben Sie das verstanden? Wirsing ist sowas wie Salat. Ja. Wirsingsaft haben wir jetzt aufgeschrieben. Sie bringen mich ganz durcheinander. Nein, ich glaube, Sie hören ein bisschen auch schlecht. Was bitte? Ja, ich glaube, Sie hören noch ein bisschen schlecht. Schlecht, Herr Vorsitzender, ist kein Problem, aber. Ja, gut. Ich habe Zeit für Sie, ist ja klar. Und jetzt können Sie meinen Namen aufschreiben?
wie gesagt, das Mal, ich bin eher dann Sacharbeiter jetzt in dem Sinn. Und haben Sie nicht Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind noch Auszubildender. Jetzt sind Sie schon Facharbeiter. Nein, ich bin kein Auszubildender. Sind Sie selbstständiger Schichtarbeiter? Nein, hier braucht man keine Ausbildung zu machen. Ach ja? So. Ja. Ich kenne mich mit PC aus, ja? Mit was bitte? PC, Computer. Computer, ja. Da habe ich ja, ja auch einen von. Ja, ich kenne mich damit aus. Ich arbeite ja schon im Vorderoffice, Büro also, ja? Ja, ja. Und Sie möchten für diesen Weihnachten, machen Sie so eine schöne Prämie. Ja, das muss ich dann Ihnen ganz nett übermitteln, ja? Ja, also das Problem bei meinem Computer ist jetzt fast die Festplatte schon voll. Ach so. Ja, da muss ich mal eine neue Problem. Haben. Oder müssen Sie putzen, ne? Mal putzen? Was aufräumen. Aufräumen halt, den Computer. Kann man es doch durchgehen. Ja, ich habe das einmal probiert, als ich noch so ein bisschen gucken konnte. Da habe ich an der Seite mal die Schrauben aufgemacht, weil da ist ja ganz viel Staub drinnen. Und es mit dem Staubsauger einmal, da ist so ein Rammriegel mit rausgekommen. Verstehen Sie das Problem? Alles klar. Ja, mit Reparatur kenne ich mich nicht aus. Ja, ich auch nicht. Das hat mein Enkelsohn dann gemacht. Ach so. Ja. Und Herr Vorderziege? Ja, also wir haben jetzt Bilderwirsingsaft. Nein, das ist falsch. Das machen wir den letzten Wort machen wir ganz kurz nochmal. Ja. Entschuldigung. W wie Bernau. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Sindelfingen. C wie Sindelfingen. Jawohl, nochmal. Ja. C wie Sindelfingen. Ja. Ja. E wie Erfurt. Ja. Ne wie Niedersachsen. Niedersachsen, ja. Niedersachsen. Niedersachsen. Jawohl. Jetzt haben wir Wissen. Ja, jetzt kommen wir zum Schaft. Ja. C wie Sindelfingen. Ja. A wie Adolf. Ja. Und was haben wir gesagt? A, B, C beim... Kamel. C, Buchstabe, Kamel. H wie Hamburg. Ja. A wie Adolf. Ja. F wie Frankfurt. Ja. T wie Thailand. Wissenschaft. Wie so ein Professor der Wissenschaft. Ja, ja. Und warum haben wir das jetzt aufgeschrieben? Weil Sie einen in der Richtung mit Wissenschaft sozusagen Tier und da gibt's alles, ja, da ist alles drin über Tieren, da sind immer so schöne Sachen drin, dass Sie sich auch ein bisschen weiterbilden, obwohl Sie es nicht brauchen, Sie kennen ja alles schon. Aber da gibt's halt mit Tier und über Deutschland, über die Welt, über Corona, da wird ja über Wissenschaft halt, ne? Und das ist auch in Blindenschrift, ja? Sie sehen gar nichts. Nee, deswegen habe ich ja die Lego-Steine hier. So. Nein, da müssen wir... Also Sie sind blind jetzt wirklich in dem Sinn. Ja, natürlich, das haben wir doch schon besprochen. Ich habe gedacht, Sie sehen ganz schlecht. Nee, also ich kann ja im Prinzip noch hell und dunkel erkennen, aber ich kann ja zum Glück auch meine Frau nicht mehr sehen, nicht wahr? Da müssen wir eine Zeitschrift nehmen, was für Ihre Frau dann, ne? Ne, die kann mir das ja vorlesen. Ja, okay. Die muss ja auch irgendwas Sinnvolles, weil die ist ja nur am Einkaufen, Kochen, Putzen, Wände hochziehen und Geschirr machen, da kann die mir auch mal was vorlesen. Okay, ja. Das dafür habe ich die ja geheiratet, nicht wahr? Dafür haben Sie die geheiratet? Ja, okay. Das muss ja alles Sinn und Zweck haben. Ja. Wie viele Leute sind denn da bei Ihnen im Büro eigentlich? Etage, Stock. Ja? Ganze Etage haben Sie für sich alleine? Nein. Nicht? Ich habe ein kleines Office in der Hinsicht. Bei uns arbeiten 420. So viele? Ja. Und also Sie und der Chef, der läuft da auch rum? Manchmal. Der kommt nicht hierher, ne? Der wird uns dann, ruft uns dann, ne? Ja, aber so ein Teamleiter läuft da doch bestimmt. Ja, rum. Haben wir
Ja, natürlich. Ja. Der kommt jede halbe Stunde, schaut sich alles an. Ja, Wenn wir Hilfe brauchen, das ist gut, weil man müssen muss Sie ja auch mit ihr aufpassen. sprechen, das ist eine Sie bei uns. Eine Müssen Frau, Sie mit ihr, ja. das ist sie Ich schön. kann. Entschuldigung. Ist das eine schöne Frau? Ja, Das ist auf gut. jeden Also ranhalten, da können Sie noch eine Beförderung kriegen. So darf ich nicht sprechen beim Herrn Vorziehe. Ja, aber ich darf Ja, das Sie sind. aber, weil wenn die Ja, mich Sie schon auf. sind. Ja. Wie groß ist die, wie schwer? Ja, wirklich jetzt? Größe 1,80 So eine große jetzt. Frau, da würde ich ja Angst kriegen. Ja. Nein, Ich bin ist ganz nett. 1,60 m. Oh, ist egal, ne? Nein, Das ist doch egal. da wird man ja Sie haben mir unterdrückt. jetzt gefragt. Na. Was, da haben Sie sich gerade erschrocken? Ja, sicher. Nicht, dass Sie es hört, ne? Ja, das soll ja natürlich, aber ist ja nett, haben Sie eine nette Chefin Ja. und auch Wenn nette Sie möchten, Kollegen? können Sie auch, kann ich Sie rufen, ja? Wenn Sie ihr was fragen möchten oder Nein, nein, das ist ja schon, kein Problem. das ist ja schon in Ordnung. Aber ist sie Alles denn da klar. jetzt hier bei Ihnen heute? Ja, ganz vorne jetzt. Ich kann sie von hier sehen. Das ist gut. Ja, die geht immer durch jetzt. Die muss ja auch viel laufen in Ja. der Hinsicht, ne? Und wie lange machen Sie das jetzt da? Weil Sie haben ja gesagt, Sie sind noch neu. Ja, fast einen Monat jetzt. Fast einen Monat und haben Sie ein Ja. gutes Gefühl? Ja, der Geschäft ist gut, aber ich muss ja auch in der Hinsicht jetzt das Geschäft durchführen, zum Beispiel jetzt mit Ihnen, ja? Ja. Sie sagen, machen Angebot, ja? Und das finden Sie Und nicht gut, oder? ich krieg halt noch nicht viel, ne? Ach, kriegen Sie Provision? Ja, für Ende des Jahres, ne? Was Das kriegen Sie bin denn, wenn ich jemand so ein Heft kauft? Was kriegen Sie denn dann? Nur sowas kriege ich nicht. Ach Es so. wird uns einen Punkt geschrieben, ne? Ein Punkt. Wie viel kriegen Sie für einen Punkt? Also bei uns Ach bei so, Daimler-Chrysler ist das so gewesen, das für einen bezogenen Sitz gab es einen Hühnerpunkt. Und für 10 Ja. Hühnerpunkte gab es einen Hahnpunkt. Und das war halt, das sag ich, das Höchste der Gefühle, was man haben konnte. Wow. Das ist gut. Ja, Ja. über das dürfte ich leider nicht sprechen. Natürlich, wenn ich Sie privat anrufen darf, darf ich mit Ihnen privat sprechen. Ja, Jetzt auch in der natürlich. Hinsicht, dass Sie mich ein bisschen was beibringen Na mit den klar. Buchstaben und Dings. Ja, danke, Sie sind ganz nett jetzt. Das ist Ja. natürlich, bin ja immer nett, sag ich mir, ich bin ja auch da ausgebildet worden, nicht wahr? Okay, jetzt wenn Sie mich sehen, dass ich von hier aus Privatgespräch mache, dann kriege ich halt Ärger, ne? Wieso, Ja, das glaube ich Ihnen. ja, mit unserem Geld, darf ich halt, ich würde sagen, ne? Mit unserem Geld bitte nicht privat sprechen. Wenn du deine Frau oder irgendeinen Freund anrufst von deinem Handy, ne, haben sie Ja, auch recht. das ist natürlich nicht ganz so gut. Ich Ja. hab auch noch eine nicht ganz so gute Nachricht für Sie. Ja, bitte. Hören Sie zu. Natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Dimitri Tuyagbay. Kennen Sie mich? Nein. Haben Sie noch nicht von mir gehört? Nein, kenne ich nicht. Ich bin der Chefausbilder der Firma und wir haben jetzt gerade sehr intensives Übungsgespräch mit Ihnen gemacht, mit einem alten Mann, um zu gucken, wie gut Sie schon sind bei Telefon, weil wir müssen ja immer gucken, dass wir gute Kundentraining, gute Mitarbeitertraining Okay. und da bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich habe mich jetzt mal reingeschaltet. Wir müssen das besprechen. So können Sie nicht telefonieren. Ist jetzt Können Sie mir Ihren Namen nochmal sagen, bitte? Dimitri Tuyagbay. Können Sie es buchstabieren? Natürlich, David Dimitri, Jawohl. Ivi Ihren Linz, habe ich verstanden. was? Nachname, bitte. Tuyagbay. Tuyagbay. Okay. Tuyagbay. Tuyagbay. Ich bin der Chief Inspector of Termination. Wer, das habe ich nicht verstanden. Chief Inspector of Termination. Soll ich buchstabieren? Dauert bei Ihnen wahrscheinlich Nein, halbe nein, das brauchen Stunde. Sie nicht buchstabieren. Ja, für was? Das habe ich nicht verstanden.
Chief Chef Inspector of Termination. Ich bin für das interne Training der Telefonagenten zuständig, um das dauerhaft hohe Qualitätslevel unserer Firma sicherzustellen. Okay. Ich bin in welche Firma? Bei von welchen Firma sprechen Sie denn? Was meinen Sie? Sie müssen sich angewöhnen, deutlich und klar mit dem Kunden zu sprechen. Unser alter Mann, der schwerhörige, blinde alte Mann, das ist auch nur ein Schauspieler übrigens, das ist alles ein Test gewesen, hat sich immer große Mühe gegeben, sich dumm und alt zu stellen. Sie haben immer sehr undeutlich gesprochen. Sie müssen immer gucken, gerade sitzen, lachen, Hände auf den Tisch legen. Gerade langsam deutlich sprechen, sonst können die Menschen sie nicht verstehen, mit denen sie sprechen. Und dann ist es auch klar, dass sie noch nicht so viele Punkte haben und noch nicht so viel bekommen dafür. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Sie haben jetzt, lassen Sie, unterbrechen Sie mich nicht. Wenn ich spreche, haben Sie still zu sein. Haben Sie das verstanden? Aber... Ich möchte nicht, dass Sie mir noch einmal unterbrechen. Sie haben jetzt über 1,5 Stunden mit diesem alten Mann gesprochen. Das hat uns nur Geld gekostet. Sie haben nichts verdient mit diesem Mann. Der ist blind und der kann nicht lesen und der kann nicht mit Werkzeug benutzen. Warum wollten Sie einem alten Mann ein Zeitschrift und ein Werkzeug geben? Was soll der damit machen? Unsere Firma wird schlechte Probleme bekommen, wenn Sie Leuten Sachen verkaufen. Was können die nicht damit anfangen? Was denken Sie sich dabei? Sie haben doch bei Hotel gearbeitet, Sie sind von Reception, Sie müssen doch wissen, wie geht man ein auf die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen. Sie geben doch auch einem Mensch, der nicht laufen kann, nicht das Zimmer unter dem Dach. Der kriegt ein Zimmer, wo kann er leicht hinlaufen. Was soll ein blinder Mann mit einer Zeitschrift machen? Soll er sich Popo abputzen? Ja, natürlich. Und was machen Sie, wenn ein blinder Mann will Auto kaufen? Verkaufen Sie ihm Auto? Der kann's ja, aber der hat ja gesagt, für meinen Sohn, das will ich haben. Da habe ich gesagt, okay, und Zeitschrift kann meine Frau mir vorlesen. Wir machen ja keinen Betrug. Natürlich nicht, das machen wir nicht. Ja. Deswegen bin ich auch immer sehr interessiert daran, unsere Agenten jederzeit gut auszubilden. Sie haben dem Mann privat seine Telefonnummer genommen, um ihn Privatunterricht zu nehmen. Sie wollten ihm privat erzählen, wie viel sie verdienen bei uns. Das sind Sachen, das können Sie nicht machen. Das haben Sie gesagt, wir haben das alles aufgenommen. Normalerweise schreibe ich nach so einem Gespräch einen Bericht und gebe das dem Teamleiter, aber Sie haben ja gerade so eine Sache gemacht, da muss ich Gespräch unterbrechen und selber sagen, dass das geht so nicht. Sie machen jetzt Folgendes, nehmen Sie Papier, haben Sie meinen Namen geschrieben? Jawohl. Ich gebe Ihnen jetzt, Sie schreiben auf 00, Bindestrich, Wilhelm Cäsar, 00, Wilhelm Cäsar. Ja, Bindestrich. Viktor. Jawohl. Eda. Jawohl. Hallo? Jawohl, Ida, habe ich aufgeschrieben. Iri Ida. R wie Richard. Jawohl. T wie Theodor. 17. Ausrufezeichen. Alles klar. Und darunter schreiben Sie Punkte, Doppelpunkt. Zeichen, natürlich, Doppelpunkt. Zwei. Schrägstrich. 20. Alles klar. Sie haben 2 von 20 Punkten geschafft bei Telefontest. Sie nehmen jetzt dieses Zettel und gehen zu Ihrem Teamleiter und geben das Teamleiter. Und dann soll Teamleiter bei mir anrufen. Ach so, alles klar. Da können Sie sich vom Computer können Sie abgemeldet machen und können Sie Ihre Sachen einpacken. Das heißt jetzt? Das heißt, Sie sind entlassen. Sowas können wir nicht gebrauchen. Oh. Sie können nicht so mit Kunden bei Telefon sprechen, Zeit verschwenden und private Sachen geben. Wir sind doch hier nicht in Indien. Es geht nur um Geld, ne? Dass ich nicht höflich bin oder gut spreche. Es geht nur ums Geld. Natürlich geht es nur ums Geld, Blöd. Was denkst du, was das ist hier? Wir sind Firma, wir sind hier nicht beim Marktplatz, Mann. Natürlich, aber ich spreche jetzt ganz höflich und gut mit Ihnen, ne? Natürlich, ja, jetzt, weil es Probleme gibt. Jetzt ist Chef am Telefon, jetzt plötzlich alle, aber vorher sagen hier, da, ruf mich privat, dann kannst du mir Unterricht geben, erzähle ich dir, wie viel ich verdiene. So, das kannst du nicht machen, Blöd.
Das sage ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, das ist verboten, das kann ich nicht. Ja, aber du hast angeboten, hast gesagt, wenn wir dann privat Ja. sprechen, dann kann ich erzählen. Ich habe das doch alles Ja, natürlich, ich aufgenommen. darf nicht mit dem Geschäftstelefon, habe ich gesagt, ich darf kein Und Privatgespräch darfst führen. aber nicht zu Hause nicht sagen, oh, ich verdiene dies, ich verdiene das und ich habe heute ein Nein, das mache Meerschweinchen ich doch bekommen. nicht. Natürlich hast du Ja, das gesagt zu ist dem nur alten so, ne? Das sagt man so, aber das macht man nicht. Ich gebe dir noch eine Chance, Blät. Eine Chance, verstanden? Alles klar, Nimmst alles du klar, gut. dieses Zettel, gehst du zu deinem Teamleiter, Danke. jetzt sofort. Alles klar. Ich schreibe mal jetzt, ja, habe ich jetzt alles bei mir? Alles klar. Hast du auf, was hast du aufgeschrieben? Lies vor. Jawohl. 00. Da. Das ist Russe, alles klar. W wie Wissenschaft. C wie Cäsar. Strich. Da. Wie, I wie Ida, wie I wie Ida. R wie Rambo, sag ich mal, ne? T wie. Richard, das heißt Richard, wir sind hier nicht bei Hollywood, Blät. Ja, mit dem komme ich noch nicht klar. Ich lerne, ja, ich bin ja jetzt ganz neu, das ist Hast du meine einen erste Monat Arbeit. Zeit gehabt, das Buchstabieralphabet zu Nein, ich lernen? bin nicht seit einem Monat hier. Das ist meine 9. Tag jetzt. Ja, das ist doch fast einen Monat. 10. Tag? Ja, Ja, in der guckst du. Hinsicht jetzt. Kannst du Englisch sprechen? Yes, I can. Yeah, a little bit, You yeah. speak English, yes. You have to learn the table of alphabet by end of the month I in know. English. From A to Z, you have to learn it as well. Do you I will understand? do it. It's not a problem. Okay, I will do it. You have to tell your team leader, you have to training, practice very hard. Of course. Otherwise, we will bring you to Mother Central Station. We will have to do training in person. Yeah, thank you, sir. There's nothing to thank. It's my job, Led. Yes. You make me No, very for the angry. chance. Yeah, for the chance, yes. Very Thank you for good. everything. Yeah, that's what I'm Danke here Ihnen. for. So, take your note Yes. and bring it to your manager right Alles now. klar. Okay. Danke schön, Herr Dimitri. Ich weiß das Dimitri ist jetzt. mein Vorname. Man sagt nicht Ach Herr und so. dann Vorname. Musst du Nachname nehmen. Du kannst auch nicht zu Kunde sagen, Hallo Hans, wie geht's dir? Der sagt, was bist du Nein, denn? das mache ich nicht. Two guy, Herr, two guy, Tu Yagbai. ne? Tu Yagbai. Ja, bei. Dimitri, Tu Yagbai. Alles klar. Gut. Alles klar, Herr, Tuyagbai. Dos vidania. Das mache ich jetzt. Das wieder dann ja. Paga, Dabei, dabei. Ah, das ist mit unglaublich der epischste Anruf, den ich je gemacht habe. Ich brauche Wodka.